Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft The Journey. Ich arbeite heute mal ein wenig mit einer Musikplaylist, damit das Ganze hier nicht ganz so, ja, wie sagt man, nicht ganz so ruhig vonstatten geht. Ich muss mich da erstmal ein bisschen mit einfuchsen. Warte mal, ich habe vor, wir haben von Game 8 habe ich Kirschlaub bekommen, weißes und rosanes. Mit dem baue ich aktuell einen Kirschblütenbaum. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das da unten noch ein bisschen zu, ja, das ist einfach zu dunkel und der Kirschblütenbaum, der kommt nicht so richtig zum Vorschein, weswegen ich mir gedacht habe, würde ich gerne in den Nether gehen und Glowstone besorgen. Ich war bereits zweimal auf dieser Welt dort drin und, ja, zwei oder dreimal ungefähr. Und das erste Mal war nicht so erfolgreich, weil ich wurde ziemlich zermürbt von den Gegnern, die dort hausen. Zum Glück nicht getötet, aber die waren schon nicht ohne. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Ausrüstung angelegt, mein Inventar gefüllt. Ich mache mal gerade die Musik ein bisschen lauter, damit man das hier auch wahrnimmt. Komm her. Ich werde das später nochmal versuchen über ein iPad, dass ich dann nicht ständig raustappen muss, sondern das direkt über das iPad machen kann oder wie auch immer man diese Dinger heutzutage nennt. Ich habe da absolut keine Ahnung von. Ein Bekannter von mir hat noch so ein Ding rumliegen, welches er kaum benutzt. Da bin ich momentan dran, ihn zu überreden, mir dieses Teil zu überlassen. Aber als erstes soll es ja heute nicht darum gehen, nicht primär, sondern um den Nether. Ich habe mir in dieser Playlist einen generellen Ordner angelegt. Ach ja, Pfeil und Bogen könnten nicht schaden, aber na egal. Ja, jetzt laufe ich nicht nochmal zurück. Ich habe mir eine generelle Playlist angelegt, so für jetzt, so wenn ich so Sachen mache, halt so Musik, die jetzt nicht böse ist oder aber auch nicht so total gut oder irgendwie traurig, halt zur generellen Stimmung gerade passt. Und dann habe ich mir noch einen Ordner angelegt für den Nether und für unerforschte Höhlen. Und die Playlist für den Nether ist ein bisschen heftiger. Also da kommt schon ein bisschen mehr Horrorstimmung auf. Ah, hier ruckelt es wieder ein bisschen, weil hier einfach so viel Krams in der Nähe ist. Das tut mir leid. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr, aber das ist auch gleich wieder vorbei, wenn wir im Nether sind. Da muss nicht ganz so viel mit einberechnet werden in dem Code von Minecraft. So, wo war denn das schöne Tor vom Keith Eyeball? Oh, Mensch, jetzt geht noch. Das kommt bestimmt von dem Alkohol, dass das hier so ruckelt. Genau, wir brauchen nämlich, ach, das ist eine Redstone-Lampe. Kann man die? Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir keinen Glowstone finden, dass wir dann Redstone-Lampen nehmen. Weil die sehen ja doch ganz schick aus mit diesem gelblichen Licht. Oh. Keith, hier muss er aber auch mal wieder aufräumen. Mensch, wächst dir ja alles über den Kopf. Oh, hier ist noch Kohle. So, ich meine, das war hier, oder? Ja, die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ja, hier sind wir richtig. Übrigens hat er ganz cool gemacht hier mit dem Licht. Auch, dass das so nacheinander ausgeht. Ist ganz cool geregelt. Aber wir machen das mal lieber wieder an. Nicht, dass, wenn wir nachher aus dem Nether kommen, dass uns dann hier Monster erwarten. So, kurze Bestandsaufnahme. Ich wechsle auch mal gerade den Ordner. Oh, oh, oh. Das wird ein bisschen heftig, ey. So.
Ja, da hört man. Da machen wir aber ein bisschen leiser, weil... Das könnte auf Dauer sonst ein bisschen nervig werden. So! Übrigens, falls ihr euch fragt, was das für Musikstücke sind, die stammen alle aus der Hand. Oh, erstmal hier reingehen. Da sind wir einigermaßen sicher. Die stammen alle aus der Hand von Kevin MacLeod. Ich habe mir da einfach mal für ein bisschen Kleingeld die gesamte Playlist runtergeladen. Ist ein ganz guter Preis. 30 Euro für was weiß ich wie viele Musikstücke. Klar, kann man sich auch so umsonst runterladen, aber da hängst du ja ewig dran. Ah, da ist ein Schweinemonster. Okay. Warum hören wir denn gerade Zirpen? Ah, das ist dieser Netherrack. Ich habe gehört, da kann man ganz gut Pilze drauf anbauen. Dass Pilze dann auch tagsüber sich bearbeiten lassen. Oh Gott, hier ist ja richtig die Action. Ach, sieh mal an! Wie kann ich... Oh. Pixie. Oh, die sind böse. Diese dunklen Viecher. Die können ja mit einem Schlag die Lebensleiste wegziehen. Okay, aber die... Okay, die lassen auch Schwerter fallen, das ist gut. Ah, da sind noch mehr. Wir machen erstmal den Bereich hier. Was ist denn mit der Fackel? Warum versprüht die so lila Sachen? Der Nether ist eine wirklich eine gut konzipierte Tötungsfalle hier. Mit dem ganzen Seelensand und den ganzen Monstern. Greifen die? Ach, da ist noch so ein Ding. Greifen die mich eigentlich nur an, wenn ich hier Licht mache, oder sind die auch so aggressiv? Hey. Ach, ich glaube, ich brauche die gar nicht an... Ach du Schande, da ist ja noch einer. Ich glaube, ich brauche die gar nicht angreifen. Die sind an sich, glaube ich, sind die friedlich. Aber wenn man die angreift, dann werden die halt böse und greifen einen alle zusammen an. Ich muss jetzt ein bisschen auf den Lag aufpassen. Manchmal hat Minecraft so ein paar Lags. Und dann stoßen die Monster so vor. Und das wäre nicht so cool, wenn die mich erwischen. Ah. Ich baue unbedingt Glowstone und dann hier ganz schnell weg wieder. Ja, Musik ist gerade ein bisschen leise. Ich mache die mal ein bisschen lauter. Ist die Musik von Minecraft noch an? Ne, die ist aus. Warum hört man denn hier im Nether Grillen zirpen? Was haben wir denn da hinten? Da ist ja vorhin... Ah, oh, das ist gerade ein bisschen laut. So. Da haben wir doch vorhin ein Schweinemonster runtergehen sehen. Gucken wir mal hier. Ich hätte eventuell ein bisschen mehr Essen mitnehmen sollen. Da hinten haben wir... Da ist Glowstone. Oh Gott, das wird ein Unterfangen, das abzubauen. Okay, vorsichtig hier. Aua. Kurz ein Apfel essen. Apfel essen beim... Ach da, guck mal.
Warte mal, können wir wieder hoch irgendwie? Nee, ne? Dann gehen wir... Ja, runter ist auch doof. Lass mich den Stein nehmen. Dann baue ich mich darüber. Hoffentlich ist hier kein Gas oder... eines dieser anderen Viecher in der Nähe, die... aus der Ferne angreifen. Ah, ich glaube, die haben mich gesehen, ne? Was ist das denn? Also, die sind mir neu. Wie so vieles andere. Hier. Du bist freundlich, oder? Du bist freundlich. Bist du freundlich? Du bist freundlich, okay. Gut. Fleisch? Was? Um Gottes Willen, was ist denn das? Also offensichtlich Fleisch, auch weil es so betitelt wird, aber warum? Das macht den Nether um einiges unangenehmer. So. Nichts verschwenden hier. Ist eigentlich ziemlich schade, das hier abzubauen. Weil man nimmt dem Nether ja auch so ein bisschen seine natürliche... Ich drück's mal vorsichtig aus, Schönheit. Auch wenn es total abartig ist hier unten, aber irgendwo hat es ja doch eine Schönheit. Kann man die eigentlich im Ganzen abbauen? Das wäre mal interessant. Vielleicht braucht man da ja auch so eine Silk Touch für. Ja, das Glowstone möchte ich halt so in dem Kirschblütenbaum verarbeiten, damit es einfach, weil das ist mir alles, man sieht den Kirschblütenbaum gar nicht so richtig, weil es einfach so dunkel ist unter der Erde. Und das ist schade. Was ist, wenn ich so ein Lava-Block... Wow. Oh nein! Oh shit! Oh, der hat mir jetzt noch gefehlt. Oh, da unten liegt doch noch das Ding. Hä, der ist weg. What? Lass mich kurz noch hier das aufheben, bevor ich mich zurückziehe. Oh, so ein Ghast, ne? Garstige Viecher. Also mit dem will man sich echt nicht anlegen. Es sei denn, man hat irgendwie total die Mörderausrüstung. Wozu ist denn dieses Ding hier? Ist das gut? Kann man das essen oder was? Okay, dann kriegt man so einen Fleischblock. Kann man das essen? Nee. Okay, es wäre auch ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Wer weiß, was für Fleisch das ist. Ich traue mich gar nicht so richtig, da in die Mitte weiterzugehen. Wie viel haben wir denn? Wir haben 51 Glowstone-Staub. Ui, Entschuldigung. Das sollte ja eigentlich schon eine Menge sein. Die Musik ist ziemlich anstrengend, ne? Aber ich finde, das passt auch irgendwo wieder ganz gut. Ich meine, weil der Nether an sich ja schon anstrengend ist, passt die Musik irgendwie. Ich mag diese Lava-Lichtstrahlen hier. Ach, guck mal, hier ist noch mehr. Cool. Das wollte ich ja, als ich das erste Mal hier war, wollte ich schon Glowstone holen. Aber da haben die mich hier so überrumpelt, die neuen Gegner. Also, neu in Anführungszeichen, gibt es wahrscheinlich schon länger. Aber dadurch, dass ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Naja. Was ist das denn? Ach, das ist hier bestimmt Nether-Quarz, ne?
Das nehmen wir direkt mal mit. Weil, das kann man bestimmt noch mal gut gebrauchen. Bei dem ME-System bin ich noch nicht weiter. Ich habe einfach momentan noch nicht so die Ahnung, wie ich mir so eine Fertigungsmatrix hinbaue wie Kiefert. Naja, egal. Das wird zu gegebener Zeit noch klappen. Aditerz. What? Ach, das kann ich gar nicht abbauen mit meiner Dings. Kann man das nicht? Wie baut man das denn ab? Okay, gut, dann nicht. Ups. Die Schweinemonster sind ja noch ganz okay. Die greifen einen nicht an. Solange man sie in Ruhe lässt. Das ist ja recht angenehm soweit. Okay, da über uns ist Lava. Das ist aber ein bisschen schwer zu unterscheiden. Das ist auch ein Schweinezombie, okay. Keep waiting, waiting, waiting. Ah, da ist noch mehr. Ich glaube, wenn wir kurz hier so eine Ecke zurückziehen, nicht, dass wir überrumpelt werden, das sollte eigentlich schon reichen. Aber ein Stack wäre gar nicht schlecht. Ein Stack von diesem fertigen Glowstone. Aua. Da unten ist doch bestimmt Lava. Ah, da unten, da haben wir wieder richtig schönes Fleisch. Mensch. Oh, wow. Ui. Hat die Musik... Alter. Die Musik hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Das war schon wieder viel zu knapp. Das war wieder dumm. Immer schön nach links und rechts und oben nach unten gucken. So. Oh. Ist ja noch ein bisschen weiter weg. Oh, hier wachsen Pilze drauf. Cool. Hoffentlich bleibt das da unten liegen. Damit wir das gleich schön aufsammeln können. Ich finde, Glowstone passt gar nicht so sehr hier in den Nether. Ich meine, guckt euch das mal an. Gut, das ist jetzt von... vom Texture Pack zu Texture Pack anders. Aber Glowstone, das ist doch mehr, das schaut mehr so freundlich aus, dadurch, dass es halt auch einfach so hell leuchtet, ne? Und der Nether, der ist doch so, naja, ich sag mal, mehr so unfreundlich schaut er aus. So, ich glaube, das ist zwar noch kein Stack. Ach nein. Aber das sollte durchaus reichen. Da unten ist noch was, das nehmen wir noch mit und dann verziehen wir uns erstmal. Ach nee, ich glaube, das könnte schon... Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Wieso ist denn hier ab und zu dieses Lilane? Das ist nicht gesund, glaube ich. Entschuldigung, ich rede gerade wieder Unsinn. Oh, das ist ein Magma-Block. Können wir die mitnehmen? Das wäre cool. Wie cool ist das denn? Die nehme ich mit.
dass ich die einfach so abbauen kann. Ich meine, Magma, das sollte doch gar nicht möglich sein, oder? Ich meine, wenn es erstarrtes Magma ist, gibt es sowas überhaupt? Erstarrtes Magma? Oh, da ist Netherquarzerz. Das nehmen wir auch mit. Das kann man immer so schlecht unterscheiden, ne? Von dem Netherrack. Wenn jetzt so ein Ghast hier reinballert, ne? Dann sind wir aber weg. So, den Stack Glowstone haben wir voll. Nehme ich gerne noch hier das Netherquarz mit. Das kann man nämlich immer gebrauchen. Für diverse Apparate. So. Komm mal zu Papa. Ach nee, das ist wieder Adederz. Das ist wieder was Besonderes. Das kann man einfach so nicht abbauen. Vielleicht kann man das ja mit, wenn man das Netherquarz verarbeiten kann. Vielleicht kann man sich daraus ja eine Spitzhacke bauen. Geht das? Netherquark. Man kann sich... Okay, das ist aber hier nicht freigeschaltet. Theoretisch könnte man sich durch eine Modifikation wie dem Tinker's Construct Waffen bauen aus dem Netherrack. Aber geht das auch aus dem Netherquarz? Ich glaube nicht. Eieiei. Spitzhacke. Was ist das? Das ist alles eine Modification. Okay. Nee. Mal schauen. Aber hier ist ziemlich viel davon. Das gefällt mir. Letztens habe ich nur so wenig gefunden. Oh, das ist wieder Netherrack. Das wollen wir nicht. Den Netherrack lassen wir hier. Da habe ich schon ein paar Stacks von. So. Ja, dann machen wir uns auf den Heimweg. Wir haben den Stack Glowstone und sogar noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Netherrack haben wir gefunden. Ich meine Netherquarzerz. Netherquarz. Gott. So. Legen wir das nochmal gerade zusammen hier. Ja, wunderbar. So, wie komme ich auf den besten Wege zurück? Einfach da oben lang und dann raus aus dem Nether. Ah, nee. Erzähl mir nicht, dass ich jetzt noch einen Ghast töten muss. So einen Ghast zu bekämpfen ohne Pfeil und Bogen ist natürlich eine Herausforderung, derer wir uns eines Tages stellen werden, aber nicht heute. Gesundheit. Hoffentlich sieht er uns nicht. Ja. Schnell weg, 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 weg. Der hat uns gesehen, ja. Der hat uns totalitär gesehen. Ach shit, das war dumm. Okay, er ist wieder verschwunden. Gut, ich muss mich nur da hochbauen und dann bin ich schon weg hier. Da ist noch ein Magma-Block. Die Musik passt richtig gut zum Nether. Dieser Chor, der da diesen macht, ist gar nicht so schlecht. Natürlich hört sich das nicht so lächerlich an wie ich jetzt, aber...
Okay. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich eine Silk Touch für. Nee, bin ich glaube ich falsch. Sieh mal. Nein, da sind zwei. Gegen zwei kämpfe ich nicht. Schweinezombie. Will er was? Ne, er ist gut, ne? Er ist okay, gut. Gut, 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 gut. Du bist auch okay, ne? Gut. Freunde, wenn wir zusammenhalten, dann kommen wir hier auf ganz normal wieder raus. Oh, shit. Oh! Oh! Oh, es ruckelt auch ein bisschen. Das ist nicht so gut. Muss doch eigentlich nur hier durch und dann über den... Ja. Gut, 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 gut. Raus, 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 raus. Schneller. Schneller. Boah. Wie anstrengend. So, aber, aber jetzt erfolgreich zurückgekommen, dann gibt es hier erstmal ein bisschen was Schönes. Das muss gefeiert werden, dass wir den Nether ungeschadet bestanden haben. Überstanden. Mensch, da übertönt die Musik mich aber ein bisschen, da. Hey! Ho! La 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 la. Habe ich euch schon erzählt, dass ich etwas gefunden habe? Etwas von beunruhigender Natur. Etwas, das eventuell das Gleichgewicht in dieser Welt... Entschuldigung, das ist gerade ernst, deshalb lasst uns mal nicht hier so Saufmusik anmachen, sondern eher cool bleiben. Das Gleichgewicht dieser Welt, das wird nämlich ganz gefährlich aus den Fugen gerissen, ne? Und das liegt nämlich daran, dass der König mit gezinkten Karten spielt. Das ist nämlich so. Aus folgendem Grund. Da. Guckt euch das an. Ein Drachenei. Ein Drachenei. Wisst ihr, wie gefährlich Drachen sind? Habt ihr schon mal einen Enderdrachen gesehen? Ich auch nicht von Namen. Habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn zwar mal ein paar Mal gespawnt, aber so im normalen Spiel habe ich das noch nicht gesehen. Ja, aber die sind echt gefährlich. Also wenn hier wirklich so ein Drachenbaby hochkommt am Spawn, dann zerreißt uns dieses Viech einfach mal alles. Deshalb ist es wichtig, dass wir herausfinden, was der König plant. Nicht wahr, Katze? Der König spielt wirklich mit gezinkten Karten. Das wird noch interessant. Ich bin mal gespannt. Ich habe Kief natürlich schon darüber unterrichtet,
Jedoch hat er es gelassen genommen. Jedenfalls kam es mir so vor. Ich habe ihm auch angeboten, dass ich dieses Drachenei nehme und es im Berg verstecke. Denn der Berg ist massiv. Und... Was ist los? Hä? Komm her. Was hast du? Hm? Ist ja zickig. Denn der Berg ist massiv und in Bergen wurden ja schon des Öfteren diverse Kräfte eingesperrt, wie wir... Mist, das spoiler ich jetzt gerade ein bisschen. Jedenfalls, so ein Drache gehört in einen Berg. Tief unten unter massiven Stein. Am besten noch in einen extra für ihn angefertigten Obsidiankäfig. Ja. Game 8 hat dem mehr oder minder zugestimmt. Er sagte nur, ja, zur Not flieht uns der Berg um die Ohren. Aber das glaube ich nicht, weil der Berg, der ist wirklich massiv und da kann man da auch schon mal gefährlich viele Sachen einsperren. So, aber darum soll es jetzt nicht mehr gehen. Das ist interessant, als ich den König darauf ansprach, was er plane, hat er sich zurückgezogen. Ohne ein Wort hat er sich einfach zurückgezogen. Es wurde versucht zu behaupten, es läge an einer mystischen Verbindung namens Internet. Was das wieder sein soll, das frage ich mich auch, denn wir sind hier im Mittelalter und im Mittelalter gibt es bekanntlich kein Internet. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ne, als König, da hat man sich nicht zurückzuziehen und dem gemeinen Volk seiner Probleme zu überlassen. So, das ist der Kirschblütenbaum. Mist, ich hätte Dings mit nach unten nehmen sollen. Noch mehr von den Blättern, aber ich kann euch das ja mal gerade zeigen. Wo wir schon mal hier sind. Das sieht gar nicht so scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber es ist halt tatsächlich so. Sag mal, sind da wieder Blätter verschwunden? Will ich ja mal nicht hoffen, ne? Es ist tatsächlich so, dass der von Weitem ein bisschen zu dunkel ist. Deshalb... Kannst du mal die Klappe halten hier? Deshalb möchte ich da ein bisschen Glowstone zwischenpacken. Hier so und da ein bisschen. Und dann einfach mal gucken, dass das ein bisschen heller ist hier alles. Ich habe ja noch ein bisschen von dem Laub übrig. Ich habe überlegen, ob ich das auch einfach mal hier so um die Pfeiler drumrum mache. Naja, wir werden sehen. Ich werde jetzt mal gucken, was meine Katze für Probleme hat. Ja, wieder ihre 5 Minuten. Naja. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, meine Freunde. Wo ist hier denn? Ach, da, genau. Ich würde sagen, tschüssikowski und haut rein.